Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal allerdings mit Transformers Energon Megatron. Ich muss allerdings dazu sagen, was mich ein bisschen an dieser Figur irritiert ist, er wird eigentlich offiziell Megatron genannt. Dieser Name passt allerdings überhaupt nicht zu dieser Figur, denn vom Aussehen her ist es definitiv ein Galvatron. Aber nun ja, dazu später mehr. Sollen wir jetzt mal zu dieser Figur kommen. Diese Figur, ihr wollt euch bestimmt wundern, wieso ich keinen Karton diesmal euch präsentieren kann. Ich habe diese Figur günstig bei eBay bekommen, da sie eigentlich die letzte Energon-Figur war, die mir noch gefehlt hat. Ja, habe ich einfach natürlich dazu geschlagen, denn der Preis für diese Figur vollständig mit Karton ist mittlerweile einfach nur noch unverschämt teuer. Ja, diese Figur, wie gesagt, ist ziemlich cool. Sie hat sehr viele Automorph-Features und einige nette kleine Gimmicks, dazu aber dann gleich mehr. Ich zeige euch erstmal, was bei dieser Figur alles mit dabei ist. Bei dieser Figur ist einmal vorhanden diese kleine Karte. Ja, es ist ein, ja, wie so eine kleine, ja, mit Folie überzogene Plastikkarte. Eine sehr, sehr dünne, die wirklich nicht viel aushält und ich denke mal bei dem Kleinsten ein bisschen verknickt. Wir sehen hier oben einmal die Textbacks von Megatron. Was ich halt sehr interessant finde, ist, dass hier diesmal wirklich alle Sprachen draufstehen. Und da steht dann richtig dann eben drauf, was es bedeutet. Fähigkeiten, Feuerkraft, Mut, Rang, Ausdauer, Geschwindigkeit, Intelligenz und Kraft. Megatron ist hier eine riesen Ausnahme, denn er hat wirklich alles auf 10 auf dem Maximallevel. Und wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir einmal sein Artwork. Sein Artwork zeigt hier allerdings komplett die Energon-Waffen in Neon-Lila. Sein Schwert auch in Neon-Lila. Das ist allerdings hier nicht der Fall, denn es ist weiß. Und wir sehen auch hier ganz gut auf dem Bild, dass definitiv das kein Megatron ist, sondern eigentlich ein Galvatron. Wir sehen einmal hier den typischen Galvatron-Kopf. Den typischen Galvatron-Brustkorb hier unten mit diesem angedeuteten Sixpack. Und auch der Körper an sich ähnelt sehr stark Galvatron. Ich weiß auch gar nicht, wieso sie den damals dann halt Megatron genannt haben. Aber na gut, vielleicht ist es einfach ein Übersetzungsfehler gewesen. Mit anbei wird noch natürlich geliefert die handelsübliche Anleitung. Hier sehen wir auch nochmal Megatron. Und die Anleitung ist natürlich ziemlich simpel gehalten, denn wir brauchen für diese Figur nicht viel an Anleitung. Wir haben dann einfach hier, ja, mit wenigen Handgriffen insgesamt die Möglichkeit, ihn zu verwandeln. Und es sind hier natürlich insgesamt, muss ich gerade mal gucken, nur 9 Schritte. Das ähnelt für eine Leader-Class-Figur heutzutage diesen Fast-Transformation-Figuren, die jetzt im neuen Transformers-Film Teil 4 rauskommen. Trotzdem ganz nett. Ja, dann wird dazu natürlich noch ein Comic geliefert, das ich ziemlich cool finde. Bei der Energon-Line war es wirklich noch Standard, ein richtig dickes Comic zu liefern. Und da ist wirklich eine ganze Menge drauf. Was ich allerdings auch ganz cool finde, ist, hier haben wir noch einen Produktkatalog drin, der ganzen Energon-Figuren. Und das ist natürlich so mittlerweile nicht mehr der Fall. Wir sehen hier Divebomb, Signal Flare, Crewlock, Insecticon, RC, Perceptor, Snowcat, Demolisher, Starscream und auf der anderen Seite geht es auch nochmal weiter. Was ich aber gleich hierauf hinweisen möchte, was ich sehr lustig finde, hier sehen wir einmal den Insecticon mit gelb oder orangenen Beinen, das ist natürlich in echt nicht so. Das heißt, wir sehen hier wirklich andere Farben und teilweise die Takara-Version, was natürlich so eigentlich nicht der Fall ist. Auf der anderen Seite sehen wir dann noch Hotshot, Inferno, Prowl und Rorimus. Und wie man sie natürlich miteinander verbinden kann. Das heißt, jeweils Ober-Unterkörper. Auch eine sehr schöne Idee. Und auf der letzten Seite sehen wir dann ganz groß Ironhide und Jetfire. Auch hier in diesen Powerlinks-Funktionen. Landmine und Scorponok. Auf der letzten Seite sehen wir dann noch Optimus Prime. Und den, ja, damals für die Energon-Line abgeänderten als Repaint Unicron mit leicht veränderten Farbschema und natürlich auch mit diesen holographischen, naja, angedeuteten holographischen Verätzungen der Energon-Energie. Ja, wie gesagt, sehr fein gemacht. Ja, und Megatron aka Galvatron wird natürlich hier noch geliefert mit einer Riesenwaffe in Form eines Panzers. Und was ich sehr interessant finde, Energon ist ja quasi der Nachfolger von Armada gewesen. Und in Armada war Megatron ein Panzer.
Und diese Waffe ist eine Miniatur, ein 1:1 Remold der uralten Megatron-Panzerfigur. Das heißt, zwar ein längeres Rohr vorne. Man sieht hier deutlich angedeutet diesen Greifmund, hier die Plattformen, die man aufklappen konnte. Und ja, ich finde es ganz nett. Auch oben das Turret ist so ziemlich gleich. Wir sehen hier oben auch den Pack auf der Luke. Allerdings ist hier überall quasi offene Wunden für Megatron. Hier oben alles aufgebrochen, hier aufgebrochen. Ich vermute mal ganz stark, dass dies quasi der leblose Körper von Megatron ist, der quasi reformated wurde und der dann quasi Megatron als Waffen dient. Schön ist hier, man kann hier noch ein kleines Visier hochklappen. Dann hat er hier quasi ein Zielvisier. Und er hat natürlich noch hier eine abfeuerbare Rakete und Sound. Wenn ihr drauf drückt. Einen sehr nervigen, lauten Sound, der hier eine Gatling Gun darstellen soll. Und hier hinten haben wir nochmal einen Slot, der aussieht wie bei der, jetzt muss ich gerade mal überlegen, auch bei der Cybertron-Line mit diesen Planet Keys. Ist es hier aber nicht. Wir haben dann hier noch die Möglichkeit, hier quasi die Waffen oder besagt das Schwert später reinzuplacken. Und wir können natürlich noch hier unten dann das öffnen. Aber dazu später mehr. Ich stelle ihn erstmal zur Seite. Und jetzt kommen wir einfach mal zur Hauptfigur. Ja, Megatron ist wie gesagt eine ziemlich coole Figur, mir gefällt sie sehr gut. Sie ist wuchtig, sie ist groß und irgendwie hat dieser Raumschiff-Modus irgendwie was von einem Vogel. Ich weiß nicht wieso, aber es macht auf jeden Fall sehr viel her. Hier unten haben wir ein ziemlich cooles Landetriebwerk, wie auch immer. Das können wir einklappen und hier hinten auch nochmal auf beiden Seiten. Wir sehen hier unten natürlich ganz normal den Unterkörper von Galvatron, hier den Kopf zusammengeklappt mit dem Gesicht nach hinten. Der kann allerdings auch rumgedreht werden, wer es möchte. Ja, dann hat den Galvatron natürlich noch ordentlich Waffen. Haben wir hier oben diese riesen Geschütze. Die können komplett nach oben oder auch nach unten gedreht werden, wie man möchte. Sind halt an kleinen 180 Grad drehbaren Gelenken. Dann haben wir oben noch überall durchsichtiges Plastik und hier diese riesen Kanone an den Flügeln, die auch ein Automorph-Feature besitzt. Das heißt, wenn wir hier dran ziehen, klappen die Flügel auf und wir sehen einmal hier eine Kanone und hier eine Kanone. Und er hat dann diesen X-Wing-Look. Kannst du dich auch wieder zusammenklappen. Und dann sehen wir auch mal von unten, wie das Ganze funktioniert. Die Waffen sind quasi hier angelegt an den grünen. Wenn das jetzt aufklappt, dann ja, haben wir hier dieses Feature, was dann von Zahnrädern quasi funktioniert. Ja, das war eigentlich schon alles, was die Figur im Fahrzeugmodus quasi besitzt. Um auf die Details mal zu sprechen, wie gesagt, wir haben grüne durchsichtige Scheiben, die auch hier so eine Lightpipe-Funktion haben. Das heißt, wenn hier hinten Licht durchscheint, dann leuchtet es komplett. Die Waffen sind auch natürlich komplett durchsichtig. Galvatron hat hier natürlich auch sein Decepticon-Logo, was damals für die Energon-Line ganz typisch war. Wir sehen es natürlich hier seitlich. Hier sehen wir es nochmal. Ganz schick gemacht. Ja, und natürlich hat er noch hier diese großen Triebwerke. Diese Triebwerke sind seine Füße im Robotermodus und die werden dann hier oben eingehakt in den Flügeln. Und ja, kommen wir einfach jetzt mal zur Transformation, um das alles ein bisschen abzukürzen. Wir klappen einmal die Flügel hoch. Oder nein, ich habe ganz was vergessen, was ganz Wichtiges. Wenn wir diesen Modus als Flugzeug quasi haben, können wir den Panzer, der mitgeliefert wird, hier, auch hier oben befestigen an diesen vier Packs. Dann hat er ihn quasi hinten auf seinem Flieger drauf. Und dann können wir das hier noch hochklappen. Dann hat er quasi den sogenannten Angriffsmodus. Auch sehr schick gemacht eigentlich. Wenn auch ein bisschen übertrieben mit einem Panzer auf einem Flugzeug. Aber naja, gut. Das ist halt die Idee damals gewesen von Hasbro, aka Takara.
So, das können wir wie gesagt abnehmen. Wir haben dann hier diese vier Packs. Die können für die Armada Minicon-Figuren auch benutzt werden. Die haben halt hier dieses kleine Loch. Das heißt, es passt perfekt drauf. Hier außen an den Flügeln haben wir auch überall nochmal die Packs. Also überall im ganzen Körper. Finde ich ganz nett. Die grünen Waffen vorne, wie ich schon eben gerade sagte, sind aus normalem durchsichtigem Plastik. Hier, diese Außenwaffen sind allerdings mit einer, wie so eine goldschimmernde Schicht überzogen. Das heißt, sie sind nicht komplett durchsichtig, sondern glänzen richtig golden. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt kommen wir, wie gesagt, einmal zur Transformation. Die Transformation ist ziemlich simpel. Wir klappen einmal, wie gesagt, die Flügel erstmal so nach oben, dass sie quasi so ausgerichtet sind. Dann klappen wir einmal die Füße nach unten und die Füße haben, wie gesagt, ein Automorph-Feature. Dieses Teil geht gleich auf. Das heißt, wir klappen erstmal nur die Gelenke nach unten, um euch das mal ein bisschen näher zu zeigen. So, wie gesagt, das sind die Turbinen. Diese Teile hier klappen automatisch hoch. Das sind automatisch quasi die Knieschoner. Sind mit Federn natürlich geschützt. Und hier haben wir einmal vorne diese Einlasstriebwerke, die zu den Füßen transformieren, indem wir das hier nach vorne schieben. Das heißt, wir ziehen es nach vorne und wir sehen automatisch, die kommen raus. Das Kniegelenk klappt automatisch nach unten und der Fuß klappt auf. Klappen wir es einmal rum. Das gleiche noch einmal hier. Und schon ist der Fuß verwandelt. Klappen wir es rum. Und das sind quasi schon die Füße gewesen. Dann haben wir noch ein Automorph-Feature in den Händen. Denn sobald wir die Füße runterklappen, hier die Arme sind auf so Federn, klappen die automatisch auseinander. Und das nächste Automorph-Feature ist der Brustkorb. Wenn wir jetzt die Arme hier auseinanderklappen, dann klappen hier außen neue Teile raus und der Brustkorb wird breiter. Sehr spaßig. Dann klappen wir einmal hier oben den Kopf ein Stück zur Seite, dass wir hier oben diesen Pack lösen können. Und klappen einmal dieses komplette Modul, quasi die Frontspitze mit Cockpit von dem Flugzeugmodus, klappen wir einmal komplett herum. So, klappen den einmal hier hinten runter. Fertig. Jetzt können wir natürlich die Flügel, wie gesagt, wieder auseinanderklappen und nach vorne winkeln. So, dass sie quasi so stehen. Jetzt können wir noch den Kopf einmal hier einklappen und die Hörner nach oben drehen. Hörner ist vielleicht das falsche Wort. Es ist die Krone von Galvatron. Die Figur, wie gesagt, ist ziemlich cool. Sie ist jetzt fertig verwandelt. Sie bietet eine Menge Extras. Der Kopf, finde ich, ist sehr cool modelliert, auf jeden Fall. Die Figur hat hier am Kopf ein 360-Grad-Gelenk, kein Kugelgelenk, wie wir es heutzutage kennen, sondern wirklich nur auf einem Drehgelenk. Die Schultern haben ganz normales 360-Grad-Gelenk, ist aber durch die lange Kanone oben leider ein wenig eingeschränkt. Das heißt, wir müssten die Flügel, wenn, komplett nach hinten drehen. Der Arm hat noch ein Ellenbogengelenk. Und kann aber nur nach oben, nach unten gedreht werden, nicht gedreht werden. Das ist komplett blockiert. Und die Füße, wie gesagt, können zwar bewegt werden, sind aber sehr eingeschränkt. Das heißt, wir können den Fuß nach oben bewegen. Auch hat die Figur ein Kniegelenk. Nur müssen wir ganz ehrlich mal sagen, dafür, dass das Knie angewinkelt ist, ist die Figur von Beinen fast gleich. Also nicht wirklich besonders. Die Figur hat noch ein paar nette Extras. Einmal können wir die Kanonen nach vorne klappen. Was ich eigentlich ganz nett finde, kommt auch in der Serie häufiger vor. Wir können auch, wie gesagt, wenn wir es wollen, die Flügel zusammenklappen. Wir können die Flügel auch richtig nach hinten klappen. Dann hat er halt ein ziemlich großes Backpack. Aber naja, gut. Er ist auch sehr heavy-lastig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er steht ziemlich gut, dadurch, dass er halt die breiten Beine hat, hinten. Wie gesagt, sehr langen Beine. Das Painting, wie gesagt, ist echt cool gemacht. Man sieht hier unten einmal diese bronzefarbigen Füße auf schwarz. Dann einmal dieses perlmuttartige Grau.
mit blauer Verzierung und hier auch wieder bronzefarben oder mehr orangefarbene Triebwerke. Mehrere rote Verzierungen am ganzen Oberkörper. Hier natürlich der typische Galvatron-Brustkorb. Und natürlich dann einmal der Kopf. Die Schultern haben einen hellblauen Metallic-Look und sind ansonsten in so einem dunklen Grau gehalten. Die Arme sind relativ unspektakulär. Es ist jetzt nichts groß drauf, keine Farbe, kein gar nichts. Die Flügel sind wie gesagt auch ziemlich unspektakulär, haben halt dieses nette Automorph-Feature. Das bieten sie halt. Die Decepticon-Logos sind natürlich falsch rum. Das kann man allerdings ganz leicht beheben. Das zeige ich euch auch gleich wie. Wir klappen einmal noch das Oberteil einmal nochmal hoch. So. Und drehen einmal hier die Flügelsektion komplett einmal herum. Wie man es halt mag, dann sind die Flügel halt jetzt richtig positioniert. Mir gefällt es halt nur nicht, weil die Kanonen dann nach unten zeigen. Ja. Dann klappen wir das hier einfach wieder runter. So. Ja, es ist halt wie gesagt sehr schade, weil dann halt die ganzen Kanonen auch im Flugmodus und so nach unten zeigen. Gefällt mir jetzt nicht sonderlich gut, aber na gut, jedem selbst überlassen. Ja, Galvatron hat allerdings noch ein paar nette Features. Das heißt eigentlich nur ein Feature. Wir haben ja hier wie gesagt den Panzer. Diesen Panzer können wir einmal hier oben quasi verstauen. Galvatron hat dafür hier hinten einen Port. Hier oben. Dass das Schwert auch von ihm versteckt. Und wir müssen diesen Port quasi hier reinstecken. Schon kriegen wir einmal diesen Verbindungssound. Jetzt steckt der Panzer natürlich einmal hier oben drin. Jetzt hat die Figur hier noch einen Knopf. Den müssen wir gedrückt halten. Und schon können wir diesen Panzer wieder lösen. Und das Schwert herausziehen. So. Und schon haben wir hier das große Schwert in Durchsicht. Ich mach kurz mal kurz das Licht aus, um euch das zu zeigen. Die Figur hat hier noch eine sehr schöne Leuchtmechanik drin. Und hat natürlich auch hier ganz groß das Decepticon-Logo, was auch schön leuchtet. Finde ich es eine nette Idee auf jeden Fall. Und um das Licht mal kurz hier anzuschalten. Wir können normalerweise dann so die Waffe an den Arm befestigen. Ich muss sagen, es gefällt mir jetzt nicht so ganz, weil oben das Rohr herausguckt. Man kann hier auch dieses Rohr abmachen, ganz leicht. Es ist quasi wie ein verlängertes Schwert. Und dazu müssen wir einmal hier unten diese Packs öffnen. So, mich stört hier das CE-Logo so ein bisschen, das werde ich wahrscheinlich nach innen kleben. Und dann haben wir einmal hier an den Armen, haben wir diese kleinen Slots. Das heißt, man kann es jetzt vielleicht nicht richtig erkennen. Hier sind zwei kleine Slots, wo quasi dieses Verbindungsstück hier genau reinpasst. Das zeige ich euch jetzt einmal. Ist ein wenig schwerfälliger, aber ja, es funktioniert. So, wir schieben es einmal hier so rüber. Und schon ist quasi jetzt Galvatron mit dem alten Körper von Megatron verbunden und hat jetzt hier quasi diesen sogenannten Hypermodus aktiviert und die Waffe quasi dran. Und hat hier wie gesagt eine Bewegung dran. Immer wenn wir hier unten gegen das Schwert nach oben drücken, hat er so eine Schlagsound und danach wie so einen aufladenden Modus. Von oben geht das nicht. Da kann man so viel dranhauen, wie man will. Es geht also nur in eine Richtung. Das heißt wirklich nur, wenn er ausholt und irgendwo gegenschlägt. Man kann natürlich auch wieder, wenn man möchte, die Waffe miteinander verbinden. Hier. Indem man die einfach wieder hier reinsteckt. So. Das war's. Man kann natürlich dann diesen Sound aktivieren. Wir sehen auch hier oben in dem Panzer haben wir auch Licht. Und das war's eigentlich schon, was diese Figur groß bietet. Ansonsten keine Combine-Funktion, keine versteckten Waffen, kein gar nichts, aber ansonsten trotzdem ziemlich cool gemacht. In meinen Augen auch mit einer der besten Energon-Figuren, die bis jetzt rauskamen, oder wie gesagt, damals rauskamen, auch wenn sehr viele Details fehlen. Aber ja, die Figur ist toll.
Der Raumschiff-Modus oder Flugzeug-Modus, wie auch immer, ich weiß nicht genau, was es darstellen soll, würde ich auf jeden Fall volle 10 von 10 Punkten geben. Die Figur ist in einem tadellosen Zustand, wie ich sie bekommen habe. Das heißt, wirklich fast fabrikneu, nur eben, dass der Karton fehlt. Es sind keine Abreibungen dran, keine Farbe abgeplatzt. Deswegen kann ich also hier ein unverfälschtes Ergebnis bieten. Die Gelenke sind absolut top. Und ja, ich bin sehr beeindruckt von dieser Figur, hätte ich nicht gedacht. Auch wenn sie vom Körperbau her leider ein wenig wie die alten G1-Figuren anmutend. Das heißt also keine Kugelgelenke, keine richtig guten Gelenke in den Armen. Das heißt, mit den Armen kann man nicht drehen, es sind nur fest. Ein bisschen eingeschränkt, wie gesagt, in der Bewegung. Allerdings trotzdem eine ziemlich coole Idee. Auch allein wegen diesen ganzen Lightpipe-Funktionen hier, diese ganzen grünen Module, die quasi an der Figur dran sind. Allein hier auch diese ganzen Automorph-Features, die Figur hat. Ja, es haut mich einfach um, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Und deswegen auch im Roboter-Modus gebe ich dieser Figur volle 10 von 10 Punkten. Definitiv. Und ja, von Gimmicks auch sehr schön gemacht. Farben auch super gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass ein paar mehr Details der Figur nicht geschadet hätten. Eher sogar es verbessert. Aber naja, gut. Ich bin zufrieden, vor allem für den Preis, den ich bekommen habe. Günstiger hätte ich es nicht bekommen, ausgepackt. Und deswegen top. Die Figur kann ich jedem empfehlen, wer sie bekommen sollte. Wer sie günstig bekommt, kann sich glücklich schätzen. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Soweit. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich mich abonnieren würdet. Oder wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Toy-Review. Die komplette Energon-Line wird natürlich auch noch von mir abgearbeitet. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Review. Bis dahin, euer Rexfor.